Dann würde ich es ja mal mit einem Pfeilchen versuchen. Wenn die gerade vor allem so schön beisammen stehen. Es kann explodieren, oder? Ich weiß überhaupt nichts. Auf der anderen Seite, wenn wir die jetzt so schön anlocken könnten. Ja, es kann explodieren, definitiv. Die sollte man also schon eher im Lautlos-Kill ausschalten. Jetzt hör doch mal auf, mich zu schubsen die ganze Zeit. Ach, das wäre toll. Ach, den hat sie gerade erwischt. Oder eher sie. Okay. Na, der ist nicht schlecht als Partner, der Kerl. Das wird mir noch weiterhelfen. Zugeben. Ganz schlecht ist der Mann nicht. Der hat auch nur. Na du? Schuss ist egal. Ja, Aloy läuft einmal rundherum um den Baum. Wer schnüffelt noch rum? Da haben wir sie wohl ein bisschen aufgescheucht. Das war ein bisschen doof vorhin. Da hätte ich schon ganz gerne... Schießt der gerade? Du bist tot. Da hätte ich schon ganz gerne eine Funktion gehabt, dass ich den hätte runterziehen können. Junge, wir verstecken uns gerade und warten, dass die Musik aufhört. Die Kampfmusik. Okay. Die haben auf jeden Fall sich schon ein bisschen Maschinenteile zunutze gemacht, wie es aussieht. Achso, der hatte ja auch nur einen Trank, ne? Ich würde nochmal hier rumlaufen, mal gucken. Kann man das irgendwie manipulieren, das Ding? Dass hier keiner Alarm schlägt so schnell. Das würde mir ja sehr gefallen. Teilscherben. Oh. Wobei, im Moment sieht es ja relativ ruhig aus, wollte ich gerade sagen. Nein, ich bin gar nicht da. Keine Beachtung. Ich bin nur einer dieser Trottel. Ah, siehst du, hier können wir ein bisschen Deckung finden. So. Was rennen denn die schon wieder so aufgescheucht rum? Und was habe ich gerade für... Ist das machbar? Bleib doch mal stehen. Hab wen gesehen? So. Dann. Da ist nichts. Keine gelben Haken oder sowas. Die Musik hört auf. Das heißt, wir sind erstmal wieder safe. Wir werden erstmal nicht. Ach, Junge.
gesehen, soweit. Aber ich wüsste halt schon gerne... Du bist mir im Weg. Da ist noch ein gelber. Aber sonst... Das sind die Gefangenen, würde ich denken. Hätte ich auch viel eher mal gucken können, um zu sehen, wo die sich so aufhalten. Da ist ein feindliches Lagerfeuer. Wo ist denn der Gelbe? Dort. Gibt's irgendwo eine Versteckmöglichkeit. Irgendwo ein hohes Gras. Das wüsste ich jetzt ganz gern, weil ich glaube, der Gelbe ist der Letzte. Der ist da drüben. Ja, bestimmt, Aloy. Das hält sich. Hier ist ein Gras zum Verstecken. Gut. Und wo ist der Gelbe jetzt? Unter mir? Außerhalb? Oh. Kommt aber hierher oder ist das in einer Etage weiter unten? Was ist das denn für eine bescheuerte Spur? Okay. War der Letzte, wie es aussieht. Ja, das ging doch relativ gut, bis auf den ersten Tod. Sucherin, darf ich mit dir reden? Aloy, du musst nicht vor dem niederknien. Die Leichen sind jetzt alle weg, oder? Kann ich die noch plündern und gucken und machen? Heiltrank brauche ich nicht. Aber das ist schön, wenn das so aufgesplittet wird. Dann kann ich ja immer noch... Sie ziehen weiter. Ja, später. Dann könnte ich ja immer noch, sagen wir mal, gepriesen sei euer neues, ja, von mir aus, das dann wirklich systematisch abarbeiten, kurz vor Schluss, wie wir es auch bei Harry Potter teilweise gemacht haben, dass man dann einfach nochmal sucht, wo ist noch was zu tun, wo gibt es noch irgendeine Quest, irgendwas Offenes. Ist, glaube ich, gerade egal, dass ich hier gehört werde. Liebe Warnanzeige. Haben die hier noch irgendwas von früher, hoppala, liegen lassen? Genau, hier hatten wir ja auch gekämpft. Das ist dieser andere Eingang. Es lief ja halbwegs gut, sag ich mal. Halbwegs. Der hat was Blaues. Gekerbtes altes Amulett. Oho, was sehe ich denn hier? Das ist doch mal toll. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, weiß ich nicht. Was kannst du denn nicht mehr mitnehmen? Detonierende Sprengfalle? Haben wir davon schon genug, oder... Spezialobjekte. Ja, gut. Kann hier bleiben. So, haben wir noch einen, den wir hier looten können? Sie soll an der Seite von Bast und Vala gekämpft haben. Ja. Sie ist da entlang? Welche sie? Ich habe an der Seite von Bast und Vala gekämpft. Aber was interessiert dich das? So, hier ist auch nichts mehr. Ich räume jetzt hier mal noch systematisch ein bisschen aus. Aus und auf. Und tschüss. Nein, noch nicht und tschüss. Da hinten will noch einer mit uns reden, Aloy.
Hier muss das gewesen sein, wo ich den angesprungen habe, den einen. Oder? Ob ich den wiederfinde? Der hat bestimmt auch noch was für uns. Irgendwelche Ressourcen. Ja. Gut. Da wären wir wieder hier. Ich will auch noch mal da unten gucken. Die Gefangenen sind jetzt aber auch schon befreit, oder? Und wo ist dieser Neil? Süß, diese Mini-Leiter hier, die keiner braucht. Wo ist dieser Neil hin? Das ist doch nicht der, der sagt, er will mit uns reden. Hier habe ich den erwischt. Ah. Gut. Sie ist keine Ausgestoßene mehr. Das weiß ich. Warum sagst du das so? Gut, reden wir mit diesem Typen hier vorne. Die Sucherin scheint ja was wirklich Wichtiges zu sein. Wenn er sagt, ob er um die Ehre bitten darf, dass wir mit ihm reden. Oh, da will ich hin. Alte Trümmer. So. Bin ich schon wieder hier? Okay, vollkommen planlos und einmal verlaufen. Gehen wir jetzt doch mal zum Eingang, wo der Typ stand. Sofern ich den Eingang wieder finde. War ja dann wohl hier. Bitte, darf ich mit dir reden? Tu's doch einfach, Junge. Tu's doch einfach. Na, dann erlösen wir ihn mal. Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Ich war auch mal ausgestoßen und habe trotzdem das Kämpfen gelernt, Junge. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kharja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein? Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Och. Natürlich, unbedingt. Ha. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Mir ist das doch wurscht. Es muss doch nicht jeder für sich leben. Natürlich könnt ihr hier zusammen... leben. Hallo. Können wir was? Ja, nee, ich wollte gern
Ach so. Rohstoffe. So, die Dinge, die wir nur verkaufen können. Und nicht zum Bauen. Werden wir mal wieder die wichtigen Sachen, denke ich. Alter Zahnstocher, das ist ein Korkenzieher. Ist schon niedlich, wie die das beschreiben. Herstellung. Okay, Holz brauchen wir so schnell erstmal nicht mehr. Markierte Objekte verkaufen. Waffen, Outfits, Modifikationen, alles gut. Und dann hätte ich gern mal noch... Was haben wir denn hier schon wieder? Schatzkisten. Rohstoffvorratkiste. Gut, zurück. Spezialobjekte. Was haben wir noch Neues gefunden? Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß. Energiezelle. Und die Gutscheine. Okay. Dann können wir jetzt wohl weiter und uns auf die Suche nach der Kriegsherrin machen. Notizbuch. Wir haben hier was Neues, aber wo? Datenpunkte. Wo ist der neue? Textdatenpunkt Maschinen, der da? Langhals-Transmitter-Protokoll? Zyklus-Routing-Anfrage, keine Antwort. Inaktive Agenten pingen 43 von 46 inaktiv. Was sind für Agenten? Gut, also, Freunde. Dann würde ich denken... Quests. Das da. Stufe 25, ja, nee. Banditenlager Teufelsdurst machen wir später. Jagdgebiete. Rede mit Neil, er ist beim Lager. Nee, das machen wir noch fertig. Wo ist er denn? Hier außerhalb? Was macht der Kerl da schon wieder da hinten? Das will ich natürlich erst noch abschließen. Hockt er wieder da oben? Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Hm. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten.
Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ja, im Gegenteil. Andere freuen sich sogar, wenn so ein Lager frei wird. Aber ich finde das trotzdem... Naja, die Banditen ausrotten nur um des Tötens willen, finde ich jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden einer Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Gut. Das ist damit abgeschlossen. Ich bräuchte ja noch ein paar Heilblümchen. Ein paar wenige. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Die Spur der Kriegsherrin, genau. Nebenaufträge, Banditenlager ist auch abgehakt. Nora-Jagdgebiete. Gut. Dann würde ich sagen, wir suchen jetzt die Kriegsherrin. Was raschelt da drüben? Und eventuell müssen wir notfalls halt später nochmal in den Ruinen stöbern nach irgendwelchen Textstücken, die uns noch fehlen. So. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. So gern ich jetzt hier durchmarschieren würde. Man kann ja mal einen schnellen Blick riskieren, denke ich. Ob nicht irgendwo was, wie waren die angezeigt, irgendwie blau, diese Datensätze, ne? Ob man da nicht irgendwas findet. So. Können wir eigentlich wieder mal irgendwas... Sorry, Leute. Irgendeinen Munitionsbeutel, irgendwas vergrößern? Outfits modifizieren, Fallen und Tränke, Tragekapazitäten? Nee, noch nicht. Ist das unser Freund, der Sägezahn? Nee, es ist nur ein Plünderer. Ja, Aloy. Es ist nur ein Plünderer. Aber trotzdem würde ich den gerne... Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. So, her mit dir. Gut. Ging doch besser als gedacht. Und wir können gleich wieder Blümchen pflücken. Holz hatten wir erstmal genug, ne? Dachte ich. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Richtig, ich habe halt Angst, dass ich sonst einfach mal die Meldung kriege, kann ich gerade nicht herstellen. Was will denn der Kleine da? Geh weg. Geh weg, keiner mag dich, keiner will mit dir spielen. Ja, so ist gut. Komm ich hier rein? Ich will hier... Aber hier ist nichts. Toll. Ein Wächter. Ein Erlegter. Das brauche ich vielleicht noch. Aber auch nur vielleicht, meine Liebste. Auch nur vielleicht.